Hallo ihr Lieben, wir waren vor einiger Zeit mit unserem etwa ein Jahr alten Sohn auf einem Roadtrip durch die USA und Kanada unterwegs für 3 Wochen und hatten da einen ständigen Begleiter mit dabei, und zwar das Derian Schlafzelt. Und weil wir so begeistert davon waren und uns das so sehr weitergeholfen hat auf diese Zeit, auf diesem Trip, möchten wir es euch gerne vorstellen. Und euch wirklich raten, wenn ihr sowas Ähnliches vorhabt wie wir, und zwar mehrere Wochen unterwegs zu sein und immer an verschiedenen Orten zu schlafen, vor allem in verschiedenen Hotels, Airbnbs, Motels, sowas in der Art, wo euer Kleinkind oder Baby wirklich fast jeden Tag oder alle 2 Tage auf eine völlig neue Umgebung stößt. Da kann ich euch nur empfehlen, dieses Zelt zu kaufen. Wir waren super begeistert, weil unser Sohn dadurch wirklich, egal wo wir waren, immer irgendwie ein Stück Heimat mit dabei hatte und wirklich super geschlafen hat. Und sobald er abends in diesem Zelt war und wir das Zelt zugemacht haben, war das für ihn, glaube ich, so ein bisschen sein Rückzugsort, seine kleine Höhle, wo er sich immer echt wohl gefühlt hat. Und eben überall super schlafen konnte und wir keine Probleme hatten, ihn dann so ins Bett zu bringen und unseren Abend dadurch auch wirklich jeden Tag genießen konnten. Im Folgenden werde ich euch zeigen, wie man dieses Zelt aufbaut und abbaut. Das ist nämlich super einfach. Da muss man gar nicht viel machen. Es funktioniert eigentlich vom Prinzip her wie eine Pop-up-Strandmuschel. Es wird wirklich nur geworfen und es baut sich von selbst auf. Das ist super easy. Trotzdem eine Kurzanleitung wird gleich folgen. Ja, wenn ihr allein vom Anschauen des Videos auch so begeistert von diesem Produkt seid wie wir, dann könnt ihr es sehr gerne kaufen. Den Link dazu findet ihr wie immer unter dem Video. Viel Spaß und eine schöne Reise!